Hallo ihr Lieben, der Sommer ist endlich da. Das heißt, die Temperaturen werden wärmer. Und was dürfen wir jetzt endlich wieder machen? Sommerpartys und Gartenpartys feiern. Und dafür haben wir heute genau das Richtige für euch vorbereitet. Könnt ihr super einfach zu Hause nachgestalten und nach Lust und Laune so verzieren, wie ihr das gerne möchtet, damit zur nächsten Party die Deko auch richtig steht. Und deswegen sage ich, kommt einfach mal mit durch unseren verwunschenen Wald, den wir heute extra für euch gezaubert haben. Und ihr seht schon, wer heute mit mir basteln darf. Und das ist die liebe Patricia. Prost, ihr Lieben. Hallo. Ich habe mir schon mal ein Sommercocktailchen gemacht. Also, wir laden euch heute ein, mit uns zu feiern. Es wird einfach warm und die Ideen, die Bastelideen sind heute, glaube ich, auch richtig heiß, oder? Ja. Ja, wir haben ganz, ganz tolle Ideen mit dabei. Wir gestalten Windräder, aber auch ganz, ganz tolle Deko-Leuchten. Es ist wieder für jeden was dabei. Ja, also Patricia und ich, mein Name ist Silvana. Wir werden heute bunt mit euch basteln. Wir haben wieder tolle Aktionen vorbereitet, die ihr heute und morgen unter www.ideenmitherz.de finden könnt. Da könnt ihr euch alle Ideen einfach nachgestalten, euch in den Warenkorb legen. Zu den Aktionen kommen wir gleich auch nochmal. Ganz viele Empfehlungen haben wir heute, weil es wird auch richtig bunt. Es wird ganz bunt und natürlich haben wir auch wieder was Tolles für euch vorbereitet. Ja. Und zwar haben wir wieder ein tolles Gewinnspiel für euch vorbereitet, deswegen teilt wieder fleißig dieses Video. Am besten, wie gesagt, wieder auf eurer eigenen Seite, nicht in irgendwelchen Gruppen. Und am Ende der Sendung werden wir wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat am Ende der Sendung. Ja, wir sind schon ganz gespannt, ihr bestimmt auch. Und bevor es losgeht, schauen wir uns natürlich wie immer Kundenmuster an. Und heute haben wir was ganz Besonderes bekommen, denn Karin hat sich von der Idee hier, dass wir heute basteln, direkt inspirieren lassen und hat sich mit Julias Sohn Ben schon an die Arbeit gemacht und hat Windräder gestaltet. Richtig schön bunt. Ja, wow, richtig schön geworden. Auch so mit dem bunten, so richtig Regenbogen, richtig klasse. Ach, das macht doch direkt gute Laune, oder? Ja, total. Und dann gucken wir vielleicht einfach mal weiter zu den nächsten Kundenmustern, die ihr uns zugeschickt habt. Genau, Annika hat uns ganz tolle Textiloberteile und auch Kissenhüllen gestaltet. Mhm. Auch schön mit den verschiedenen Techniken, auch mal verschiedene Bügelmotive kombiniert. Sehen richtig klasse aus. Und die Farben auch richtig schön, strahlende Farben. Und die liebe Tanja, die hat aus total kreativ, aus Karten, hat sie so Geschenkverpackungen gemacht, die sie dann sogar einlaminiert hat. Sieht richtig toll aus und wir haben schon überlegt, was in den einzelnen Geschenken drin ist. Ja. Vielleicht erzählst du uns das auch mal, Tanja, was du da Tolles vorbereitet hast. Also echt kreativ, oder? Ja, und die liebe Regina hat schon im Voraus geahnt, dass wir heute Windräder machen und hat uns das Bild zugeschickt. Oder dass sie tatsächlich wusste, dass es heute um Windräder geht und die sehen richtig klasse aus. Und wir haben schon gesagt, wenn wir irgendwann mal in Österreich sind, dann machen wir bei Regina im Garten eine Live-Sendung. Da klopfen wir einfach mal an der Tür und dann stehen Patricia und Silvana da und sagen, hallo, wir wollen mal in den Garten und direkt mitfeiern, ja, oder? Ja, definitiv. So, vielen lieben Dank an die ganz tollen Muster, die ihr uns immer wieder zuschickt. Wir haben immer, meine Güte, so, so viele Bilder und bedanken uns recht herzlich. Wir können leider nicht immer alles zeigen, freuen uns aber intern hier im Team immer, die uns schon vorab anzuschauen. Und dann versuchen wir auch ganz viel hier an euch weiterzugeben. Also schickt uns gerne immer wieder Bilder an facebook@ideenmitherz.de. Und ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich direkt loslegen. Wir haben eine Menge vor. Es wird gefeiert. Heute ist Gartenparty. Wir haben es hier sogar so umgestaltet, dass es wirklich aussieht wie im Garten. Ja. Deswegen legen wir jetzt direkt los mit der ersten Aktion, die wir natürlich auch für unsere erste Bastelidee benötigen. Und das ist unsere Dekoglocke. Die ist richtig schön hoch. Das heißt, ihr habt hier eine Höhe von 18,5 cm. Und das Besondere hier ist, ihr habt sogar einen Boden, wo ihr direkt was verzieren könnt, die Glocke aufsetzen könnt und fertig. Und wenn wir hier nochmal reinschauen, ist hier sogar schon ein Loch direkt eingefräst. Das heißt, wir können die Glocke auch aufhängen. Die Dekoglocke ist nämlich heute und morgen 50% reduziert. Das heißt, ihr bekommt die heute und morgen für 3,43 Euro. Ein super Angebot dafür. Und passend dazu, schaut mal, was wir heute im Angebot haben, ist unser LED-Leuchtsockel mit insgesamt 15 LEDs. Und da habt ihr eine richtige Wucht und ein richtig schön warm weißes Licht, was einfach traumhaft leuchtet. Und schaut mal, man kann sogar die Deko-Glocke auf dieses Podest stellen und das kombinieren. Und das machen wir auch gleich.
Das zeigt uns nämlich Patricia, wie das Ganze funktioniert. Der LED-Leuchtsockel hat nämlich einen Durchmesser von 10 cm, kostet heute und morgen 5,97 Euro. Und die Artikelnummer sehen wir jetzt auch eingeblendet. Wir sehen hier ein Muster, wie ihr unsere traumhaften Glocken gestalten könntet. Aber wir werden natürlich jetzt total kreativ und machen was ganz Verrücktes, oder? Ja, was ganz Verrücktes. Und zwar habe ich dieses Mal die Glocke mal eingefärbt. Und zwar habe ich hier einmal den Tauchlack, den transparenten, genommen. Dann ist es farbig, aber noch komplett transparent. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir von oben und gestalten uns die mal weiter. Wir haben hier hinten ganz bewusst mal ganz viel Glimmer eingearbeitet, damit wir eine Rückseite haben. Das wäre jetzt hier einmal die Deko-Glocke. Und dann brauchen wir ganz viele ausgestanzte Elemente. Ich habe jetzt hier mal so eine Elfe und die kleben wir jetzt gleich einmal mit einem Wabenabroller. Kleben wir dann die einzelnen Elemente auf Windradfolie. Das ist jetzt hier einmal für den Untergrund haben wir uns einmal so eine Blumengrasbordüre einmal ausgekurbelt und dann einfach festgeklebt. Ich drehe das jetzt einfach einmal ein und kann das jetzt hier einmal reinschieben. Ja, dann haben wir das hier jetzt schon passend drin. Und jetzt haben wir hier unseren mystischen Garten schon mal. Ach, aber wir wollen ja auch ein paar Elfen fliegen lassen. Ach, das ist richtig cool. Und da jetzt Tipp von mir, da jetzt einmal die Windradfolie ungefähr 6 cm kürzer schneiden wie das erste Element, was wir hier geschnitten haben. Dann können wir uns nämlich unseren Leuchtsockel nehmen. Den haben wir jetzt mit Moosgummi beklebt. Können jetzt einmal unsere Elfen hier einmal in die Mitte draufsetzen. Ihr seht noch nicht viel, aber ich kipp's gleich. Und jetzt passt einmal hier unsere Deko-Glocke super schön mit drauf. Und wenn ich das jetzt einmal hier anmache, sieht man so richtig schön verwunschen das Ganze, wie unsere Elfen drin einmal liegen. Oh, das sieht so aus, als würden die da tatsächlich denn fliegen, oder? Also es hat einen klasse Effekt und dann mit dem Licht, also selbst für zu Hause eigentlich eine super schöne Leuchte, die man einfach benutzen kann. Genau. Und Tipp nochmal von mir, ihr könnt da natürlich, wir haben es jetzt nur mit zwei Ebenen gemacht, ihr könnt da aber auch nochmal eine dritte Ebene mit dazu machen und könnt da dann auch in verschiedenen Ebenen arbeiten. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal von vorne nochmal an. Dann stelle ich die jetzt hier einfach mal ab, dann also sieht man das mal, ein bisschen besser. Was für ein Licht da auch durchleuchtet, oder? Und bei uns im Studio ist es wirklich richtig, richtig hell und man sieht es trotzdem noch so schön. Und eben hier ist jetzt einmal mein Lichtsockel drin und wenn ich den inneren nochmal ungefähr 6 cm kürzer schneide, dann kann ich da nochmal ein bisschen mit Tiefen spielen. Und ich zeige euch einfach mal so ein paar verschiedene. Das hier ist, haben wir jetzt hier oben die Kuppel mal mit Mika koloriert und haben dann einmal eine Bordüre rumgesetzt. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Jetzt habe ich einmal. Ich lese schon, ihr seid komplett begeistert. Sigrid, Ursula und Christine schreiben, wow, klasse, wunderschöne Elfen. Ach, das ist auch einfach ein ganz toller 3D-Effekt. Und man kann wirklich so viel in diese Glocken eigentlich einarbeiten. Genau, und man kann da wirklich spielen. Also egal, ob ich das jetzt für den Sommer machen möchte. Ich kann hier jetzt zum Beispiel auch hergehen und könnte hier eine komplett andere Farbe arbeiten. Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte das Ganze so ein bisschen mystischer noch gestalten, könnte ich es noch ein bisschen dunkler machen oder sogar noch transparent Papier reinarbeiten, dann habe ich noch mehr von diesem Schattenspieleffekt. Also es ist unglaublich, was man eigentlich aus dieser Glocke machen kann. Nicht nur einfach eine traumhafte, heile Welt, so wie wir das gerne immer verzieren, sondern auch eine Leuchte. Aber wir werden heute ganz kreativ, haben wir gesagt. Also wir werden auch mal ganz verrückt und gestalten das jetzt komplett um. Genau. Und was machen wir jetzt daraus, Patricia? Ich freue mich. Ich schiebe die einfach mal auf die Seite. Und zwar seht ihr jetzt einmal so eine blau gestaltete Glocke. Die werden wir jetzt aber nicht so verwenden, sondern wir werden daraus eine Vase machen. Und zwar habe ich hier schon mal, das ist einfach eine Aufbewahrungsdose. Die könnt ihr für Perlen, für Diamond Painting verwenden. Mhm. Und wir zweckentfremden die jetzt mal und nehmen den unteren Teil. Und jetzt brauche ich meine Heißklebepistole. Jawohl. Und gehe jetzt hier einmal an der Kante entlang. So, dann stelle ich mir das hin und jetzt drehe ich meine Glocke um und positioniere sie einmal verkehrt herum, drücke sie fest und schon habe ich eine Vase gestaltet, wo ich jetzt noch meine Blümchen reinstellen kann. Jetzt muss braucht unsere Kamerafrau ein bisschen weg. Wow, das sieht so toll aus. Also nicht nur im Garten, zu Hause. Also was für eine klasse Idee aus so einer einfachen Glocke.
so eine Vase zu gestalten. Also wenn das nicht kreativ ist, ne, das ist doch unglaublich. Und ihr könnt da wirklich, also sie ist dann, in dem Fall würde ich jetzt hier unten das Loch, würde ich einfach mit dem Heißkleber ein bisschen abdichten, in dem Fall, wo wir es aufhängen können, die Glocke. Dann könnt ihr auch ganz normal Wasser reinfüllen und dann auch Frischblumen zum Beispiel reinmachen. Also auch da ganz schön. Oder ihr habt zum Beispiel ein paar Blümchen auch bei euch im Garten. Und schneidet die ab und gebt die dann da rein. Das ist auch eine ganz schöne Idee. Ja, also ich lese schon eure Kommentare ganz fleißig. Und ihr findet die Idee mit der Glocke super. Das ist einfach auch herrlich, ne? Was man mit so einer schlichten, einfachen Glocke in so viele Richtungen auch laufen kann und dann total kreativ wird. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen, was man damit machen kann. Wir sind gespannt und vielleicht erzählt ihr uns das gleich auch. Ich schaue da gleich auf jeden Fall nochmal rein. Natürlich, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt auch stellen. Patricia und ich werden die dann so gut es geht beantworten. Und falls wir das nicht schaffen, machen wir das dann am Ende der Sendung im Nachhinein auch. Wir gucken jetzt weiter. Das waren jetzt so die ersten Ideen, wie wir Leuchten gestalten können, wie wir traumhafte Welten einfach mal zaubern. Wir haben noch mal was ganz Besonderes und zwar werden wir euch heute erklären, Ich mache sie auch an. So, wir stellen das mal weg, dann sieht man das ein bisschen besser. Und zwar ist das eine, ich nenne sie jetzt mal Leuchtblume. Ich finde sie auch, sie sieht sehr nach Lotus aus. Was findest du? Also wir haben noch nicht den perfekten Namen gefunden. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, woran euch die LED-Blume, haben wir sie jetzt erstmal, oder Blüte genannt. Vielleicht habt ihr auch tolle Ideen, wie wir die neue Blüte nennen können. Wir werden auch später erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber vorab haben wir noch was anderes vor. Das heißt, wir haben euch schon mal heiß gemacht auf die Bastelidee. Aber Patricia, ich darf sie noch nicht zeigen. Genau. Okay. Also die gibt es später. Auf jeden Fall dranbleiben und am Ende der Sendung erklären wir das nochmal. Das geht auch super einfach. Sieht total aufwendig aus, ist aber eigentlich ganz schnell gemacht, oder? Ja. Unter 5 Minuten, Patricia, schafft man das? Die komplette, also wenn man sich das vorher schon vorgebogen hat, ja. Ah, wenn man nur noch kleben muss, dann ja. Okay, das schauen wir uns aber gleich an. Wir machen aber weiter. Ich habe schon gelesen, viele von euch lieben unsere Windräder. Und die gibt es heute nämlich auch reduziert. Also heute und morgen gibt es die Aktion mit unseren Windrädern, die 50% reduziert sind. Ab 3,98 Euro bekommt ihr schon die Windräder. Die gibt es in unterschiedlichen Größen von 50 bis 138 cm Höhe in den verschiedensten Designs. Hier sehen wir nochmal alle Designs, die wir da haben. Die sind aus Eisen, das heißt, ihr könnt die problemlos im Garten verwenden. Und schaut mal, wenn ihr die verziert habt, wie toll das aussieht, wenn da so ein bisschen Bewegung ist und der Wind durch den Garten zieht. Wir zeigen euch gleich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr aus diesen Windrädern gestalten könnt. Das Tolle ist, diese Eisenoberfläche ist einfach perfekt wie ein Rohling zum Verzieren. Die sehen aber so auch schon richtig klasse aus. Und dann, ja, gleich mit den Ideen. Ach, ich freue mich riesig. Also die Artikelnummer für die Windräder ist jetzt eingeblendet. Das ist die 012417. Und dann könnt ihr euch zwischen den verschiedensten Designs eure Lieblingswindräder aussuchen. Weiter geht's aber. Wir wollen die Windräder natürlich verzieren. Und dafür brauchen wir was ganz Besonderes heute. Und man denkt sich, wenn man das jetzt sieht, aha, aufs Windrad, okay. Aber das ist unser Glimmer. Wir haben nämlich unsere Laserglimmer für euch heute und morgen auf 1,97 Euro reduziert. Ihr habt da insgesamt 6 Dosen mit so einem ganz tollen metallischen Effekt in den herrlichen Sommerfarben. Also die Sortierung euch auf jeden Fall sichern. Und als kleiner Tipp, wir haben das letztes Jahr auch für unsere Weihnachtskugeln benutzt. Also das klappt auch super. Und da gibt es auch so ein ganz tolles Rot, was für die Weihnachtszeit auch schon echt perfekt sein wird. Und wir haben ja gesagt, heute geht es rund um das Thema Garten, Gartendeko. Und dann brauchen wir natürlich einen Lack, der wetterfest ist. Und da ist unser Ultra Gloss Glanzlack reduziert, ganz zu 50%. Ihr habt da insgesamt 90 Milliliter. Und das Tolle ist, das hat so einen ganz tollen Hochglanzeffekt. Ihr könnt das für Rohlinge benutzen, bemalte Sachen damit nochmal versiegeln oder verzierte Oberflächen, feste Oberflächen damit eindecken und dann könnt ihr das draußen im Garten auch benutzen. 90 Milliliter für 1,97 Euro heute und morgen. Also wenn ihr was für den Garten macht
auf jeden Fall immer mit unserem wetterfesten Lack versiegeln. Und jetzt geht's direkt los. Wir haben den Glimmer, wir haben den Lack. Ja, und jetzt denkt ihr euch, warum ich jetzt Farbe in der Hand halte. Ja, und passt doch gar nicht. Doch, passt theoretisch schon, weil wir haben auch ein ganz tolles Angebot mit unserer Multi-Surface-Farbe. Ja. Und damit habe ich nämlich jetzt das Windrad angemalt. So, ich schiebe es mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Und zwar habe ich hier das alles, das komplette Windrad ist mit dieser einen Farbe Blattgrün angemalt. Und zwar hat mir das die liebe Wendy einmal zusammengemischt, weil wir haben ja auch Gelb und Weiß in der Sortierung mit dabei. Also da könnt ihr euch richtig schön die Farben zusammenmischen. Hier diese drei Blätter, deswegen stehen die auch so leicht ab, wenn ich das hier so reinlege. Die hat mir die Wendy schon mal mit unserem 3D-Folienkleber einmal bestrichen. Ihr könnt nicht nur 3D-mäßig damit arbeiten, sondern auch Flächen, wenn ihr das einfach rausgebt. Und jetzt arbeiten wir einmal mit unserer Abdrückfolie. Und ich gehe jetzt nicht so drauf, sondern ich knautsche die jetzt erstmal so ein bisschen. Und dann nehme ich hier so ein bisschen da einmal dran, dass ich hier nur schon mal so ein bisschen hier das Ganze einmal dran so ein bisschen vergolden kann. Das hier ist jetzt ein sehr leichter Effekt, den ich jetzt hier einmal zaubere tatsächlich. Und wir gehen jetzt gleich mit dem Glimmer nochmal drüber. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen das Gold reingemacht. Ach, herrlich. Und jetzt nehmen wir einmal den Glimmer und jetzt streuen wir den Glimmer hier noch drüber. Übrigens, ich erzähle mal noch was zu den Multi-Surface-Farben. Ihr habt hier nämlich eine Sonderedition, das heißt, ihr habt sogar 180 Milliliter statt 120 wie üblich. Und ihr habt da 10 verschiedene Farben. Und das Besondere ist, das kann man ja auch für den Innen- und Außenbereich benutzen. Also einfach und eigentlich auch perfekt. Für Textilien. Da nur Bügel fixieren und dann ist es auch für Textilien verwendbar. Ja, die Farbe ist klasse. Textilien, Styropor, also eigentlich fast Keramik, ganz, ganz viele Oberflächen, wo wir das eigentlich benutzen können. Genau. Und ich habe jetzt hier einmal den Glimmer noch mit aufgestreut und jetzt würde ich das Ganze mit dem Lack noch einmal versiegeln. Aber ich finde so jetzt nur so hier oben die Highlights total schön. Ja, und ich habe eben auch schon gelesen, dass einige gefragt haben, ob man die Windräder auch mit unseren Diamond Painting Steinen, also mit den Reststeinen, die wir immer übrig haben, gestalten können. Und die Antwort lautet natürlich auf jeden Fall ja. Also ihr könnt das Windrad auch damit nochmal richtig schön verzieren. Ich komme mal einen Schritt näher, dass wir uns das genauer angucken können. Denn schaut mal, wie klasse das aussieht, wenn ihr das damit verziert. Wir geben euch gleich zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr Windräder mit Diamond Painting Reststein dekorieren könnt oder ein Tipp von uns heute an euch. Und also wir haben heute viele Angebote, wo ich echt sagen muss, solange der Vorrat reicht, also falls ihr euch Sachen sichern wollt, dann seid bitte schnell, bevor es dann zu spät ist. Wir haben nämlich unsere Streukristalle reduziert auf 1,50 Euro. Da sind insgesamt 3000 von den Schmucksteinen. Ihr habt, so jetzt muss ich nochmal rüber gucken, über 80% dann gespart und gleich gibt es die Ideen, wie ihr die gestalten könnt. Also falls ihr euch die Streukristalle, die wir jetzt gleich zum Basteln verwenden, benutzen möchtet, ist die Artikelnummer jetzt nochmal eingeblendet und 3000 Schmucksteine für 1,50 Euro ist eigentlich auch ein unglaublicher Preis. Ja, das jetzt müssen wir natürlich rüberschauen, was damit überhaupt gemacht wird und wie wir das aufkleben können. Genau, ich habe mir jetzt mal diese Form genommen. Ich finde die auch hier ganz interessant mit diesen einzelnen Öffnungen nochmal. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze wieder von oben einmal an, weil wir haben hier, sind wir einmal hergegangen und haben mit dem Easy Transfer das hier einmal bepinselt und dann kann ich jetzt hier die einzelnen Elemente, damit ich besser dran komme, hier ruhig so nach oben biegen. Also da passiert überhaupt nichts, wenn ihr die so leicht nach oben biegt. Und jetzt nehme ich mir einfach meinen Diamond Painting Stift. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass die ganzen Spitzen nach oben sind, aber das funktioniert auch super schön mit dem Schälchen. Ja. Und dann nehme ich einfach das mit der Spitze auf. Hier fiel mir auch gleich schon einer entgegen. Und kann das einmal hier auflegen. Und so arbeite ich mich komplett mit der Rundung einmal mit. Oh, Christiana sagt sogar, liebe Grüße aus Frankreich. Wow. Selbst dort wird hier zugeschaut. Herzlich willkommen in der Bastelgruppe. Und ich kann schon mal ein paar Namen vorlesen für unsere tolle LED-Blüte. Hier wird einmal geschrieben, Seerose ist gut, Däumelinchen habe ich auch schon gelesen. Also klasse Idee. Und du zeigst währenddessen ja nochmal, wie wir die
Kristallsteine nochmal Genau. auf. Also ich meine, das Prinzip vom Diamond Painting, ich lege jetzt gar nicht weiter, ist theoretisch klar. Ich würde hier dadurch, dass wir hier die Spitzen nochmal haben, das nochmal mit dem unserem Ultra Gloss Lack, dem Wetterfest nochmal versiegeln. Ja. Aber wenn ihr das Windrad dann einmal komplett belegt habt, dann sieht das Ganze wirklich so aus und das ist ein wahnsinniges Funkeln. Also wir können das hier gar nicht so einfangen, wie doll das hier funkelt. Aber ich würde sagen, wir gucken uns gleich noch die zweite Version einmal an. Ich würde das jetzt nämlich einmal auf die Seite legen und würde mein nächstes Windrad herholen, weil hier sehen wir nämlich schon, wie man das nämlich auch So geht's vollflächig auch. machen kann. Genau. Oh, wie, guck mal, ich wie habe das gezaubert. Leicht, das sieht so schön aus. Und zwar arbeiten wir dieses Mal hier mit doppelseitig klebender Windradfolie, sage ich schon. Oh, Ultrahaftfolie, genau. Während du das abmachst, lese ich hier mal noch ein paar Kommentare und Fragen vor. Die liebe Tanja fragt, brauche ich bei der Multisurface-Farbe auch den Lack? Also theoretisch ist die Multisurface-Farbe ja wetterbeständig. Genau. Also das würde theoretisch auch ohne gehen. Aber einfach nochmal, je nachdem, was du da drauf machst, würde ich es immer nochmal einfach empfehlen. Was auch ganz interessant ist, die Multisurface-Farbe ist ja eher matt. Wenn man es dann glänzend haben möchte, ist es dann ja auch nochmal schön, Lack drüber zu setzen. Genau. Oder wir haben auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Das zeigen wir gleich im Anschluss nochmal. Wo es ganz hilfreich ist, wenn man den Ultra-Gloss-Lack nochmal drüber macht. Und jetzt kippe ich einfach hier mal ein Tütchen mit den Steinchen hier einmal oben drauf. Ja, also genau, du machst das. Ich unterbreche mal ganz kurz. Petra fragt nämlich, sind das jetzt die Streukristalle oder Diamond Painting Steine? Also das, was du jetzt bei den zwei Mustern, die du gebastelt hast, also die wir vorbereitet haben, das sind unsere Streukristalle. Genau. Das Windrad, was ich eben in der Hand hatte, das können wir gleich auch noch mal reinhalten, das ist mit den Diamond Painting Steinen gemacht. Ihr könnt es natürlich mit euren Diamond Painting Steinen haben, die ihr zu Hause habt. Aber falls ihr sagt, ich habe gar nicht mehr genug für so ein riesengroßes Windrad, kann man sich natürlich bei den Streukristallen bedienen. Vor allem, weil man dann auch schon Tütchen hat mit den passenden Farben, oder? Genau. Und das ist ja wirklich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Tütchen für 1,50 Euro. Das ist ja auch der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ihr könnt sämtliche Diamond Painting Reststeinchen dafür nehmen. Auch die Technik, die ich jetzt hier mit den Streukristallen gemacht habe, könnt ihr natürlich auch mit Diamond Painting machen. Dass ihr da einfach eure Diamond Painting Steinchen reinschüttet und dann schön festdrückt. Und dann haben wir jetzt hier unser Windrad fertig. Das würde ich dann tatsächlich auch einmal nochmal mit dem Ultra Gloss Lack einmal übergießen. Ich würde das nicht pinseln, sondern ich würde das wirklich übergießen und dann ablaufen lassen, weil sobald ich da jetzt mit dem Pinsel drüber gehe, würde ich mir jetzt diese einzelnen Steinchen so wieder abziehen, sage ich jetzt mal. Deswegen das ruhig versiegeln. Und zum Zusammenbauen gehen die auch ganz easy. Wir haben hier einmal ein Gewinde. Da setze ich das Ganze einmal auf und dann drehe ich jetzt mein oberes Stück einfach nur fest. Ganz schnell. Der Vorführeffekt. So, der Vorführeffekt. Und dann noch Tipp von mir. Wir haben ja auch ein ganz tolles Set mit den Zierbändern. Ja, Ziehbändern. Genau, die Zierrüschen sind das übrigens. Und ja, das sind sie. Die kann ich dann hier auch nochmal drum geben und ziehe das jetzt hier einfach einmal fest. Und dann habe ich jetzt hier theoretisch hier unten auch nochmal so ein paar Bänder, die runterhängen würden. Das kann ich natürlich auch in verschiedenen Farben nochmal machen, kann das natürlich noch zuschneiden. Aber das wäre jetzt auch ein ganz schöner Effekt. Vielleicht sogar noch mit der Zackenschere, ne? Dann hätte man nochmal so ein Muster. Fällt genau. mir jetzt erst ein. Aber hier werden wir ja auch mal ein bisschen kreativer. Das stimmt. So, also das war eine weitere Möglichkeit, wie wir das verzieren können. Ich habe jetzt schon in den Kommentaren gelesen, dass es schon ganz viele weitere Ideen für unsere LED-Blüte gibt. Vorab machen wir mal heute den Neuartikel ein bisschen früher als sonst und ich bin hier schon am Rumtanzen, denn wir präsentieren euch heute den Artikel des Tages und zwar ist unser Neuartikel, tadadada, unsere Chrommarker. Da bekommt ihr insgesamt zwei Stück von in einer Packung mit unterschiedlich großen, also mit unterschiedlich breiten Minen, die ihr dann benutzen könnt. Und warum wir euch die vorstellen und vor allem, warum wir euch die jetzt schon vorstellen und nicht am Ende der Sendung ist, die sind wasserfest und UV-resistent. Das heißt, super, wenn ihr eure Gartensachen damit verzieren möchtet oder auch die Windräder, wie wir es eben gesehen haben.
Wir gucken jetzt einfach direkt zu dir, denn du, Patricia, gibst uns ein paar Tipps, wie wir diese Marker benutzen können. Genau, ich habe sie mir hier schon geschnappt und ich habe sie auch schon aktiviert. Ihr müsst vor dem ersten Benutzen die gut schütteln. Also richtig gut schütteln, da ist so eine kleine Kugel drin. Und dann die Spitze nochmal auf Papier drücken, bis die komplette Farbe vorläuft. Und dann würde ich sagen, gucken wir von oben einmal. Und dann sieht man hier einmal, dass ich hier einmal eine relativ dicke Spitze habe. Das ist jetzt, wenn ich flächig malen möchte. Genau, das ist die 3 mm starke. Und dann, ich nehme es mal, mache es einfach mal so, dann sieht man das im Vergleich. Dann habe ich hier noch eine dünne Spitze, die sich auch super zum Schreiben eignet. Und mit denen würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt einmal auf unser Windrad, was wir jetzt gerade gestaltet haben. Und zwar nehme ich jetzt hier in dem Fall den dünnen und habe jetzt hier so eine leichte Vertiefung hier drin. Oh, perfekt. Und da arbeite ich jetzt einfach mit meinem Chromstift einmal nochmal dran und kann dann auch so gar nicht irgendwie falsch malen, weil ich habe ja da schon eine Vertiefung. Sehr gut. Und habe jetzt mir hier jetzt einmal so ein Highlight drauf gemalt. Ich kann das noch ein bisschen dicker machen. Ich könnte jetzt natürlich hier bei meiner Blüte hier oben auch noch so einzelne Striche mit runtersetzen, das also geht auch noch. Das Tolle an diesen Stiften ist ja auch, also es hat eine hochpigmentierte Spezialtinte und die hat so einen richtig tollen Spiegeleffekt, der jetzt einfach klasse aussieht. Wir können das auf unterschiedlichen Oberflächen benutzen, das heißt auf Stein, auf Holz, auf Stoff sogar, Keramik, Glas, Papier und vieles mehr könnt ihr mit diesen Stiften verzielen und dann auch einfach nach draußen. Und ich finde, das wertet jetzt das Vordere von der Blüte nochmal richtig auf und lässt nochmal dieses Glänzende von den Steinen nochmal zur Geltung kommen. Ja, und das Schöne ist halt wirklich auch, dass ich damit nicht nur, sage ich jetzt mal, auf meine Windräder gehen kann, sondern viele haben ja zum Beispiel auch ein Kräutergarten oder ein Kräuterbeet. Und da kann ich natürlich auch mir kleine Schildchen mitmachen, weil es passiert ja nicht. Selbst wenn ich so, aus Windradfolie schön mit Basilikum zum Beispiel ein Schild gemacht habe, dann kann ich das vor meinem Basilikum stellen und es passiert auch nicht, selbst wenn die Sonne drauf knallt oder wenn es mal der Regenguss kommt. Ehrlich, also das oder? Bleibt immer bestehen. Ja. So, wir gucken uns vielleicht noch weitere Muster an, wie wir die Windräder noch verzieren können. Und übrigens haben wir jetzt ganz, ganz viele Ideen von euch reinbekommen, wie wir unsere LED, ich nenne sie erstmal LED-Blüte, damit wir wissen, worum es geht. Hier wurde gesagt, Sommerblüte können wir sie nennen. Röschen, auch ganz gut, oder? Röschen ist auch, auch schön. Auch eine schöne Idee. Hier wurde auch nochmal gefragt, wo man die Sachen, also die ganzen Aktionen bestellen kann. Und da habt ihr euch ja untereinander schon geholfen. Genau, ihr könnt einfach unter www.ideenmitherz.de das bestellen oder bei uns in der Hotline anrufen. Und wir sehen gerade die verschiedensten Variationen, wie wir diese Windräder eigentlich verbasteln können. Genau, also ich drehe die immer mal so ein bisschen für euch, dass ihr das auch seht. Also wir hatten gerade eins noch mit Stickern verziert. Das hier ist jetzt einmal mit der Tauchfarbe komplett bemalt. So. Das switchen wir mal um. Alles klar. Genau. Hier sieht man nochmal, hier haben wir so ein paar Bänder, auch Zierrüschen nochmal mit dran gegeben. Hier sind wir mal mit der Marmortechnik einmal dran gegangen und haben hier seitlich noch so ein paar Perlchen mit dazu gesetzt. Ich halte es mal an, das war ein bisschen schnell. Und dann sehen wir hier, dass wir so ein bisschen Marmortechnik bei der Tauchfarbe noch verwendet haben. Ihr könnt aber auch Reispapier verwenden. Das ist auch sehr schön. Ja. Einfach Reispapier mit dazugeben. Und diese Elemente, selbst wenn da jetzt mal eins so ein bisschen flacher ist, ihr könnt die jederzeit noch mal so ein bisschen nachbiegen, wie sie euch gefällt. Auch wenn es mal, wenn ihr sie, sag ich mal, über den Winter reintun wollt und sie verbiegen euch so ein bisschen, ihr könnt die alle wieder super schön gerade biegen. Eine Frage noch. Susanne schreibt, kann man die Steine oder auch die Diamond Painting Steine mit Fixativspray fixieren oder braucht man zusätzlich was zum Fixieren? Ich meine, könnte also, man? Könnte man. Also damit es nicht mehr klebt, sage ich jetzt mal, kann man das Fixativ ruhig verwenden. Also auch jetzt hier zum Beispiel diese Perlchen, die haben wir auch einzeln alle aufgeklebt. Die kann man natürlich auch einfach mit einem Fixativ nochmal fixieren oder auch hier den Glimmer. Aber es kann trotzdem passieren, dass es halt dann, sage ich jetzt mal, bei einem starken Regenguss oder so, kann es passieren, dass sie dann einfach ein paar sich lösen. Deswegen würde ich da einfach nochmal zur Sicherheit den Ultra-Gloss-Lack vor allem machen. Dass der auch wetterfest ist, ist das dann ja auch nochmal vorteilhaft, dass man das dann hat. So, und hier haben wir was ganz Besonderes gemacht, und zwar drehe ich es mal um, dann sehen wir das. Hier haben wir das nämlich auch mit Reispapier gearbeitet und das ist jetzt richtig stabil, weil wir haben hier
zwei relativ dicke Schichten von unserem Ultra Gloss Lack drüber gegeben. Jetzt ist das hier richtig schön stabil, aber wir haben hier noch diese Transparenz, dass dann auch noch Licht dann dadurch scheint. Also wenn ich mir das im Garten vorstelle und dann ist abends, dass dann so die Sonne hier durchscheint, das ist ein wunderschönes Spektakel. Ist man das. Könnte das natürlich auch, wir haben ja auch wasserfeste Lichterketten. Ja. Vielleicht könnte man das auch nochmal mit kombinieren. Also werdet ganz kreativ. Also ich dachte schon, wir haben uns schon ausgetobt, aber wenn man jetzt so die Muster sieht, dann fallen einem noch ganz, ganz viele neue Sachen ein. Ja. Wie gesagt, hier könnt ihr ruhig überall noch so ein bisschen dran zuppeln und sagen, oh, das gefällt mir noch nicht so, ich drehe es noch ein bisschen mehr ein. Also da ist passiert nichts, wenn ihr das mal ein bisschen von A nach B biegt. Ich sehe schon. Also ich lese schon raus, dass ihr total begeistert seid von den Windrädern. Die kann man auch wirklich nach Lust und Laune, ja, und je nach Spaß und vielleicht nach Party dann so verziehen, wie man es gerne möchte. Wir haben aber nicht nur unsere Windräder heute im Angebot, sondern noch ein paar weitere Artikel, wie zum Beispiel unsere LED-Solarlampen. Und da bekommt ihr zwei Stück in einem Set. Die haben eine Höhe von insgesamt 38 cm und die haben hier integrierte Solarzellen. Das heißt, ihr könnt die einfach verzieren, in den Garten stellen und abends, wenn dann die Sonne untergeht, leuchtet das richtig schön auf der Terrasse, im Garten und sieht richtig klasse aus. Die sind 50% reduziert. Auch hier bitte schnell sein, wirklich nur solange der Vorrat reicht, für 3,98 Euro. Und dann gibt es noch eine zweite Idee, was ihr euch in den Garten stellen könnt. Das ist nämlich unsere LED-Solarleuchte mit den drei Lämpchen, die wir natürlich auch wunderbar in den Garten stellen können, verzieren können. Die haben natürlich auch integrierte Solarzellen mit dabei. Das ist auch 50% reduziert auf 6,25 Euro. Die Artikelnummer ist auch eingeblendet. Und wir gucken uns vielleicht einmal ganz schnell an, was es da für Ideen gibt, wie wir die eigentlich verzieren können. Also so sehen die ja schon sehr edel aus, sehr schlicht. Also ich habe sie so bei mir tatsächlich auf dem Balkon stehen. Und abends, wenn ich draußen sitze, ist es wirklich richtig schön immer, weil wir haben hier ein sehr, sehr großes Solarfeld. Und ihr müsst, bevor, wenn ihr die nach Hause kriegt, müsst ihr eine Sache machen. Und zwar würde ich sagen, schauen wir uns das von oben einmal an. Das ist wichtig. Weil wenn ich die jetzt einfach nur so reinstecken würde, würde sie sich nicht aufladen. Das heißt, wir drehen hier das einmal ab. Und dann habe ich jetzt hier einen An- und Ausschaltknopf hier. Und der steht jetzt in dem Fall noch auf Off. Den gehe ich jetzt hier einfach auf An. Und dann lädt die sich immer wieder auf und ist überhaupt kein Problem, dass dann hier mein Leuchtchen, das kann ich auch noch zeigen, das lässt sich auch nochmal abnehmen. Und hier ist dann meine LED-Leuchte. Die ist jetzt leider nicht aufgeladen, sonst würde sie es leuchten. Doch, sie tut sogar. Ah ja, sieht sogar. Es ist immer so hell hier, man sieht genau, das leider immer, nicht. Sehr, sehr hell. Und das ist einfach nur mit diesen Zapfen, die hier mit dran sind, kann ich die einfach hier wieder befestigen. So, wenn ich es jetzt mein finde. So, und jetzt ist es wieder fest. Und genauso mache ich das mit meinem Außeren auch wieder. Und wir können das natürlich aber auch tauchen. Also hier, ich versuche mal meine Hand dahinter zu halten, haben wir jetzt einmal das hintere, also das Mittelteil einmal getaucht. Und hier bei dieser hier haben wir einmal in hellblau einmal außenrum das Ganze getaucht. Ich versuche es mal mit dem Weiß ein bisschen besser einzufangen. Es ist sehr, sehr blass getaucht. Das ist einfach nur so ein leichter Hauch tatsächlich. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, wenn das einfach nur so ein Hauch von einem Blau ist. Ja. Und so, das sind zum Beispiel zwei Verzierungsmöglichkeiten. Ihr könnt aber auch natürlich hier den Schirm noch bemalen. Wichtig ist nur, dass ihr immer die Solarzellen tatsächlich freilass. So, jetzt gucken wir mal. Nee, das im Dunkeln. Ich dachte, vielleicht hilft ja ein dunkler Untergrund, aber ein weißer Hintergrund sieht, glaube ich, immer am besten aus. Ja, man sieht dieses so ganz zarte, zart, leicht hier unten, das finde ich, sieht man so ein bisschen. Aber da könnt ihr natürlich spielen, ihr könnt natürlich, hätten wir das jetzt ein zweites Mal getaucht, dann wäre das Ganze noch mal ein bisschen intensiver gewesen. Das ist das Tolle, dass man mit den Tauchfarben spielen kann. Und ich finde, selbst den Glimmerlack, den wir zum Beispiel bei der Glocke benutzt haben, könnte man hier auch noch mal verwenden. Das ist auch einen tollen Effekt. Also ihr könnt da ruhig spielen oder auch jetzt hier zum Beispiel, wie wir es hier gemacht haben, bei der Glocke mit dem Mika hier oben drauf. Toll. Also auch dadurch, wenn ihr Malmedien zu Hause habt, mischt euch die ruhig einmal zusammen mit dem Mika und geht dann hier auch noch mal über mit der
Farbe drüber und könnt euch die auch noch kolorieren. Ja. Wichtig nur eben, dass ihr die Solarzellen immer freilässt. So, und du hältst jetzt schon das zweite in der Übrigens, Hand. Übrigens, für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, gilt ja auch nochmal das Gewinnspiel. Vielleicht nennst du das auch nochmal. Alle, die jetzt zugeschaltet haben, haben vielleicht noch nichts davon mitbekommen. Genau, wir haben nämlich wieder ein Gewinnspiel laufen, deswegen teilt fleißig das Video und am Ende der Sendung losen wir wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin raus. Und dann gibt es ein tolles Überraschungspaket mit den Sachen aus der Sendung. Ja. Und hier sehen wir schon, wir haben hier einmal den Glimmer mitverwendet. Und wenn ihr euch wundert, warum hier so kleine weiße Sprenkelchen sind, das ist tatsächlich gewollt, weil wir haben ja unser Decoupage-Spray. Das ist ja weiß, aber selbstklebend dann in dem Fall. Und da können wir dann natürlich auch hier dann schön mit dem Glimmer arbeiten. Und ich habe so einen weißen, leichten Effekt nochmal. Jetzt nicht wundern, der Stab ist bei uns leider jetzt nicht aufgeladen. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber die Gartenkugeln halten hier richtig schön auf den LEDs mit drauf. Auch hier, ihr könnt den Stab wieder gestalten, nur wichtig, dass ihr eben hier wieder das Solarfeld einmal nicht mit bemalt. Die Gartenkugeln gibt es gleich auch nochmal in den Empfehlungen, das heißt, da können wir auch gleich nochmal reinschauen, könnt ihr euch die Artikelnummer aufschreiben und dann könnt ihr das super einfach zu Hause nachgestalten. So, ja, so. Weiter geht's. So, ja, so. Ich gucke nämlich über den Tisch und wir haben wirklich heute so viel vorbereitet. Wir haben gesagt, es ist eine Gartenparty, es ist eine Sommerparty. Deswegen haben wir heute eigentlich auch viel, viel mehr Muster und Schritte als in den vorherigen Shows eingeplant, weil wir gesagt haben, es muss heute was Besonderes sein. Ja. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Ich hoffe, euch macht's Spaß. Und wir haben gesagt, wir werden euch ja unsere LED-Blüte, unsere LED-Sommerblume nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Ich kann schon mal einen Tipp geben. Wir brauchen auf jeden Fall unser Power-LED-Podest. Genau, dann brauchen wir natürlich Vlies. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und wir brauchen, ich halte jetzt mal stellvertretend ein hoch, ich habe nämlich die Rolle gerade nicht hier, wir brauchen Aludraht. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten Heißkleber und eine Schere. Und dann seid ihr eigentlich schon ready, das nachzubasteln. Okay, los geht's, würde ich sagen. Gut, das wird jetzt noch gezeigt. So, Patricia. Dann geht's ans Basteln. Ich hab jetzt hier einmal den 2 mm Aludraht und ich biege mir den jetzt in eine Blattform, so wie ich es haben möchte. Ich kann jetzt entweder sowas Rundes machen, ich kann jetzt aber hier oben auch noch so eine kleine Spitze mit reinbiegen. Also der Aludraht ist halt das Tolle, dass dadurch, dass der halt wirklich richtig schön flexibel ist, und kann ich den mit der Hand super biegen. Dann nehmen wir uns jetzt ein Stückchen von unserem Vlies, aber natürlich so, dass es drauf passt. Also so wird es jetzt nicht drauf passen, deswegen mache ich es jetzt einfach quer. Ja. Wir nehmen natürlich die Rückseite davon. Und jetzt geben wir einmal, da ist einmal so ein kleiner. Wir müssten auch eine Grafik haben, die wir jetzt einblenden können. Da ist der Aludraht. Vlies ist auch mit aufgeschrieben, was ihr da verwenden müsst. So, ich gebe jetzt hier einmal so ein bisschen Heißkleber hier dran und ich kann den ja auch so ein bisschen jetzt in meinem Heißkleber nochmal festdrücken. Dadurch, dass ich mit der Niedrigtemperatur-Heißklebepistole arbeite, passiert auch überhaupt nichts, wenn ich da jetzt mit meiner Hand dran gehe. So. So, da sehen wir es nochmal. Der Vlies, da seht ihr die Artikelnummer von dem weißen und von dem grünen, wenn ihr das so nachbasteln möchtet. Wir haben aber im Shop ganz viele verschiedene Farben, das heißt, ihr könnt euch die so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Der Aludraht gibt es auch in unterschiedlichen Farben, damit haben wir auch schon ganz viel gebastelt. Also Tipp nochmal von mir, wenn ihr jetzt sagen möchtet, ihr möchtet es komplett Ton in Ton haben, dann nehmt erstmal so ein bisschen was von dem Schleifenband in der passenden Farbe zu eurem Vlies. Also wenn ihr jetzt hier noch vorher grün drüber haben wollen, wollt, dann umwickelt das erst so ein bisschen mit dem Grün. So, mein Heißkleber war noch nicht ganz trocken, deswegen klebt meine Schere immer so ein bisschen fest. So, hier unten kann ich das jetzt einfach gerade abschneiden und das Stückchen, was jetzt hier noch dran hängt, sage ich jetzt mal von meinem Draht, kann ich dann einfach mit einem Seitenschneider noch abschneiden und jetzt kann ich mir das hier so ein bisschen umknicken. Und das ist jetzt theoretisch schon mein erstes Blatt, was ich jetzt hier einfach an meinem Podest einmal festkleben würde. Auch hier wieder mit Heißkleber. Und so arbeite ich mich vor. Ich kann dann immer spielen, ein bisschen kleiner werden, kann das auch noch ein bisschen biegen. Dann ist das hier noch ein bisschen geraffter, das Blatt. Das geht natürlich auch alles. Und hier ist es jetzt ein bisschen, ich habe es jetzt ein bisschen spitzer gearbeitet, hier ist ein bisschen flacher gearbeitet. Spielt da ruhig so ein bisschen mit der Blattform einfach.
Also wir sehen hier ja auch immer schön mit ein bisschen freier Fläche aufkleben. Also ich fange meistens immer mit so einem Kreuz Genau, an. ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich würde jetzt hier das festkleben, dann würde ich hier das nächste festkleben, dann hier und hier und dann arbeite ich in die Zwischenräume. Und so arbeite ich praktisch komplett vor. Also ihr fangt natürlich mit dem Weißen an Jawohl. in der Mitte und arbeitet euch dann mit dem Grün weiter. Und zum Schluss, damit ihr das Ganze so ein bisschen verdeckt hier eure Klebestellen, zieht ihr da einfach auch nochmal einen Streifen von unserem Vlies einmal drumherum. Und nochmal ein Tipp von mir, damit es nicht ganz so quietschig ist, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt das hier nehme, ist ja schon sehr, sehr hell. Geht hier einfach nochmal mit einem Vlies drüber. Jetzt seht ihr das so ein bisschen im Unterschied. Dann ist es einfach nicht mehr ganz so strahlend, weil wenn ich hier jetzt einfach so reinschauen würde, das würde mich so blenden. Deswegen da einfach nochmal ein bisschen Vlies drüber oder Deko-Kügelchen drüber geben. Dann mattiert das so ein bisschen ab und dann habt ihr nicht so ein Knallerlicht da Könnte drin. man vielleicht auch mit Mika-Pulver so ein bisschen antupfen, oder? Dann in der Farbe, die man gerne möchte. Genau, das geht natürlich auch. Und so, ich mache es mal das Licht nochmal an. So Vielleicht sieht schauen wir es uns auch jetzt. die von vorne an. Also unser Tipp war ja nochmal, dass ihr das Drehpodest auch dazu nehmt, weil ich finde, das setzt die Blüte so schön in Szene. Genau. Ach, Und herrlich. da könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen weiterspielen. Könnt in verschiedenen Farben. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Größen machen. Ihr seid da natürlich flexibel. Je nachdem, wie groß ihr die Blätter macht oder das Podest, sage ich jetzt mal, habt. Ihr könnt natürlich auch ganz klein, wir haben ja auch diese Power-LEDs. Wenn ihr das Ganze darum macht, dann könnt ihr ganz, ganz kleine Dann Rüsschen zum unterschiedliche Beispiel machen. Genau. Also Größen, da gute spielt da ruhig mit den Größen, mit den verschiedenen. Ich gebe sie euch auch noch Ja. mal. Und dann könnt ihr hier natürlich immer noch mal zuppeln. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die jetzt eher so ein bisschen höher gestellt haben, Ach, geht das klasse. natürlich auch, weil dadurch, dass wir den Draht haben, kann ich die immer wieder hinbiegen. Susanne gibt noch den Tipp, gut, Moment, jetzt ist der. Kann man das Vlies nicht umklappen und festkleben? Könnte man theoretisch auch Könnte machen, man oder? natürlich auch, klar, Ja. das würde natürlich auch gehen. Also das ist auch ein ganz guter Tipp. Das geht natürlich auch, dann einfach ein bisschen größer schneiden und dann hier einfach um den Aludraht einmal Beate drumherum. schreibt auch, die Blüte ist so schön, will versuchen, die nachzumachen. Mal sehen, ob es klappt. Wir sind zuversichtlich, dass das auf jeden Fall zu Hause funktionieren wird bei euch. Eine super einfache Idee und ist total effektreich. Und jetzt gibt es noch eine Variante dazu. Was aus den Windrädern ist, das gibt's doch nicht, oder? Genau, und hier haben wir mal, das hat die Kati für uns gemacht. Auch einmal das Windrad. Du hältst es nochmal daneben. So sieht es eigentlich aus. Aber dadurch, dass es ja super schön flexibel ist, kann ich das jetzt hier nach oben biegen, koloriere mir das so und habe jetzt hier auch meine Blüte. Hier habe ich einfach nochmal ein bisschen Filz haben wir drunter geklebt. Und das wäre natürlich auch eine ganz, ganz schöne Bastelidee. Herrlich. So, weiter geht's. Wir gucken uns jetzt die Empfehlungen an. Wir haben heute sehr, sehr viele Ideen gehabt. Das heißt auch viel Material verwendet. Und ihr wollt jetzt bestimmt wissen, was wir da alles benutzt haben. Also schaut euch einfach später, vielleicht nach der Sendung, auch die Empfehlungen nochmal genauer an. Wir haben von den Stanzschablonen bis zu der Premium-Tauchfarbe alles benutzt, um diese Deko-Leuchtglocke zu gestalten. Also falls ihr die nachbasteln möchtet, ist da nochmal alles eingeblendet. Und natürlich auch die Acrylrunddose, um eine Vase zu gestalten. Das Easyfix für die Schmucksteine. Also alles, was ihr braucht, findet ihr jetzt hier und natürlich auch übrigens bei uns im Shop, denn wir haben immer einen Slider, wo die Aktionen sind und auch wo die ganzen Empfehlungen sind. Das heißt, falls euch mal was fehlt, dann findet ihr jeden Artikel da nochmal wieder. Wir gucken auch nochmal die nächsten Termine an, die uns bevorstehen. Und ja, am Mittwoch haben wir wieder einen schönen Basteltag ab 15 Uhr dann bei QVC bis 20 Uhr, also ab 18 Uhr bis 20 Uhr gibt es dann nochmal 2 Stunden auf QVC 2. Und wir sind ja nächste Woche wieder da. Und da geht es um das Thema, was schon alle wissen wollen und wonach alle gefragt haben, um Faszina-Elfen. Also freut euch. Das wird auf jeden Fall total interessant. Sanne ist wieder dabei, wird uns zeigen, wie wir super einfach diese Elfen, so wie auch die Wichtel, die ihr vielleicht gesehen habt, aus Faszina gestalten könnt. Also freut euch und schaltet auf jeden Fall nächste Woche Montag ein. Da wird es spannend. Ein Tipp nochmal von mir. Ich glaube, viele unserer Stammkunden kennen es, aber Ende der Woche ist ja schon der 1. Juli und da gibt es was ganz Besonderes. Also ab dem 1. Juli gibt es was ganz Besonderes bei uns unter www.ideenmitherz.de. Also schaut da auf jeden Fall rein. Die meisten werden es vielleicht schon Ja. erraten. Wir werden es nicht verraten, damit es für die einen vielleicht noch eine tolle Überraschung ist. Und jetzt gucken wir einmal, wer das Teilengewinnspiel gewonnen hat und lesen zusammen vor. Es ist
Ursula Estrich. Uhuh. Yay! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Gewinn. Wir melden uns nach der Sendung dann bei dir. Und ja, danke schön, Patricia. War wieder sehr schön. Hat Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, von einer Bastelidee zur anderen gerannt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer Gartenparty. Uns hat es riesen Spaß gemacht, dass ihr so tolle Ideen habt, euch gegenseitig hilft und wieder dabei wart. Wir sagen einfach mal bis nächste Woche. Ja, tschüss.